Heute ganz liebe Grüße von zu Hause aus. Ich bin nämlich gerade in Quarantäne. Wir hatten letzte Woche einen positiv getesteten Corona-Fall in der Schule und alle, die in der Schule mit dieser Person in Kontakt waren, sind jetzt in Quarantäne. Da gehöre ich unter anderem auch dazu. An der Stelle auch gute Besserung an die Person, die positiv getestet wurde und alles Gute dir. Ich habe im Zuge dessen natürlich einige Telefonate führen müssen und habe da auch einige Erfahrungen gemacht. Und davon will ich euch einfach kurz erzählen. Es war Anfang der Woche, ich musste vom Gesundheitsamt wissen, was das jetzt für mich bedeutet, hatte noch zwei, drei Nachfragen und dann gibt es da eine Hotline und da habe ich angerufen. Und es hat getutet, getutet, getutet und es war absolut klar, die sind wirklich voll, vermutlich überlastet. Es hat getutet und getutet und ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch jemand abhebt, aber es wurde abgehoben. Und die Person auf der anderen Seite, die Dame, war einfach nur freundlich. Sie war freundlich und fast schon ein bisschen fröhlich. Sie hat zumindest Fröhlichkeit mir gegenüber auch ausgestrahlt. Und das hat so gut getan. Das hat so gut getan. Ich hätte gut verstanden, wenn sie in aller Überlastung genervt gewesen wäre oder wenn sie irgendwie einfach mal schnell mich abgehandelt hätte. Nein, sie hat sich Zeit genommen für alle Fragen und sie war positiv gestimmt und freundlich. Und beim Arzt das Gleiche. Ich habe leider immer noch kein Testergebnis bis jetzt. Und ich rufe ständig an. Immer und immer wieder ist schon ein Ergebnis da. Und immer wieder müssen die mir dort beim Arzt sagen, nein, leider noch nichts da. Und immer sind sie freundlich. Das tut so gut. Und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Danke allen, die auch in diesen schwierigen Zeiten anderen positiv und fröhlich begegnen. In den Sprüchen heißt es einmal, ein fröhliches Herz tut dem Leibe gut. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe gut. Das ist für einen selber natürlich, aber auch anderen gegenüber, denen man begegnet. Und der Spruch geht weiter, ein betrübtes Gemüt lässt die Gebeine verdorren. Das kann ich mir gut vorstellen. Dort, wo wir betrübt sind, lässt es unsere Gebeine verdorren innerlich. Aber dieser erste Satz, der ist so schön. Und vielen Dank an alle, die ein fröhliches Herz haben, andere daran teilhaben lassen, und damit dem Leibe gut tun, dem eigenen und dem Leib der anderen. Deswegen vielen herzlichen Dank, alles Gute, gesegnete Zeit und dann bis bald, dann hoffentlich auch wieder irgendwo draußen.